Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Dampf-Tutorial. Diesmal geht es um den iJoy Limited RDTA Rebuildable Dripping Tank Atomizer. Wer die Worte Tröpfler und Atomizer in einem gehört hat, der hat richtig gehört. Das Ganze funktioniert nach dem Genesis-Prinzip, wie das ausschaut und so weiter. Das schauen wir gleich im Detail an. Anzumerken ist es praktisch, ihr bekommt mit dem Gerät, zumindest so wird es versprochen, die Leistung eines Tröpflers mit dem Geschmack eines Tröpflers, mit dem Komfort eines Tank Atomizers. Sprich, ihr habt 4 ml Tankvolumen, das ihr nutzen könnt. Und wie das ausschaut und wie der gewickelt wird, das jetzt in den Details. In so einer Verpackung wird der iJoy Limitless RDTA dann geliefert. Das ist einfach so ein Schuber, den könnt ihr abnehmen. Und in dieser Kunststoffverpackung findet ihr dann einmal das Hauptgerät. Ihr bekommt ein Zubehörpaket mit zweimal innen Sechskant, verschiedenen Dichtungsringen, unter anderem auch rote Ersatzschrauben, einen Reduzierring für das Drip Tip. Und ihr bekommt zwei solche Twisted-Wicklungen schon vorgefertigt. Die werden wir auch gleich verbauen. Die sind praktisch mit im Lieferumfang. Schauen wir uns das Gerät ein bisschen näher an. Es ist 24,2 mm im Durchmesser. Das heißt, aufpassen, je nachdem, was für ein Gerät ihr habt. Wegen Überständen funktionieren wird es natürlich auf jeder Boxmount oder jeder Tube. Nur wer es passend möchte, eben 24,2 im Durchmesser. Hier haben wir das absolut fette Wide-Bore Drip Tip. Und wem das zu viel ist, der kann mit diesem Zwischenstück, was man hier hat, das kann man einfach hier reinsetzen, so. Dann wird der Kanal kleiner und gebündelter. Also das soll laut Hersteller dann für einen intensiveren Geschmack sorgen. Ja, also hier kann man auf alle Fälle richtig, richtig schön reintröpfeln. Und das Stück hier oben, das ist aus Delrin, das hat auch gleichzeitig hier die Airflow, die hier oben angebracht ist. Also wenn ich es jetzt so zumachen würde, jetzt wäre die Airflow komplett zu. Und dann kann ich eben einfach mit dem Mundstück das Ganze drehen. Gut ist, dass hier auch eine Rändelung ist. Das heißt, man kann auch hier schön angreifen. Also es ist nicht glitschig oder rutschig. So. Zum Wickeln selber nimmt man dann natürlich nochmal diese Zwischencap ab. Und hier haben wir dann unser Velocity Style Deck. Und jetzt kommt das Genesis Prinzip. Das Genesis Prinzip funktioniert dermaßen, dass der Tank unten ist und die Wicklung oben ist. Und dass die Watte als Docht praktisch hier in den Tank reingelegt wird. Und zwar hier durch diese vier Öffnungen, einfach nach unten die Watte rein in den Tank, schön lang lassen und dann zieht sich das wie so einem Docht von einer Kerze, das Liquid dann von unten hoch in die Watte, hier auf die Wicklung und wird dann hier verdampft. Das Ganze ist mit innen Sechskantschrauben befestigt und hier haben wir auch etwas, was ich ziemlich cool finde, weil bei meisten Genesis, wenn man hier die Watte reinlegt, dann kann man eigentlich nur mit einer Nadelflasche von oben hier nachfüllen in den Tank. Und iJoy hat sich das etwas anders überlegt und hat hier an der Seite eine Einfüllung eingebracht. Das heißt, wenn ihr eure Wicklung hier komplett drauf habt und ihr wollt nachfüllen, dann nehmt ihr einfach diese Cap ab, so, entweder ganz oder nur bis zu diesem Punkt. Und dann könnt ihr hier einfach mit einer Dripper Bottle oder mit einer ganz normalen Spitzflasche oder auch dann natürlich auch mit einer Spritze das Liquid hier eingeben und es fließt dann in den Tank. Und es ist kein Verschluss, sondern allein durch dann wieder hier zumachen. Bedeutet aber auch, ich weiß nicht, hier, wir haben ja hier einen gewissen Spielraum. Wie sich das auswirkt, wenn man den Verdampfer direkt wo die Einfüllöffnung ist, so hinlegen würde, ob dann da Liquid da dazwischen hier kommt. Ja? Das kann natürlich passieren, muss man einfach mal ausprobieren. So, und um den ganz auseinanderzubauen, also ihr könnt auch dieses obere Teil abschrauben, einmal drehen, dann geht der äußere Ring ab. Und jetzt könntet ihr das Glas komplett reinigen und komplett sauber machen, also dass es auch hier unten
einfach mit den Dichtungsringen, wenn ihr die tauschen wollt. Also Reinigung lässt sich bei dem Gerät auf alle Fälle sehr gut bewerkstelligen. Ihr habt gesehen, wie einfach das auseinanderzubauen war. Und wenn ihr es dann wieder zusammenbaut, auf die Gewinde achten und dann wieder handfest anziehen. So, und jetzt würde ich sagen, bringen wir mal die Wicklung an. So, ich habe mal die Innensechskantschrauben schon gelöst. Das heißt, jetzt haben wir Platz, um unseren Draht hier dann durchzubringen. Ich nehme immer dieses Multi-Werkzeug, weil ich das einfach vom Griff her besser finde als das mitgelieferte bei den Verdampfern. Funktioniert aber natürlich auch mit dem mitgelieferten Werkzeug ohne Probleme. Wie bei allen Velocity-Decks könnt ihr entweder hochkant, also horizontal, dass die Wicklung so steht, oder ihr könnt sie seitlich, dass sie so steht. Seitlich bietet sich hier in dem Fall an, weil wir mit dem Genesis-Prinzip nach links und rechts nach unten müssen. Und wenn ihr die Wicklung anbringt, den unteren Draht in die untere Seite hier und den oberen in die obere Seite hier und dann seitenverkehrt machen wir dasselbe natürlich nochmal. So. Einfach erstmal die Grundeinrichtung, erstmal nur, dass es da drinnen ist. So. Und dann schraubt er das Ganze fest. Einmal hier. Ausrichten tut man dann im Nachgang, also wenn hier alles eingerichtet ist, dann kann ich hier auch bequem den Draht ausrichten, meine Wicklung ausrichten, dass es dann so passt, wie ich das gerne hätte. So, und dann knipsen wir die Enden ab. Und dann machen wir das Ganze für die andere Seite genauso. So, jetzt haben wir die Wicklung erstmal grundsätzlich angebracht. Wie gesagt, ausrichten, Feinjustage, das macht man dann. Jetzt schauen wir erstmal, ob das Ganze überhaupt glüht. Ja, es glüht, aber sehr ungleichmäßig und deswegen kommt wieder die Keramikpinzette zum Einsatz. Das heißt, ihr glüht auf. Und dann haben wir die Wicklung kaputt gemacht. Schauen, ob wir die noch retten können. So, das sollte also nicht passieren, aber ich konnte die Wicklung retten, wie ihr sehen konntet. Also ich habe da jetzt ein bisschen zu viel Energie drauf gegeben und glühendes Metall. Ist nun mal sehr biegsam. So, aber jetzt glüht es von innen nach außen, es glüht gleichmäßig und so soll es sein. So, die Watte habe ich jetzt durchgezogen und diese Watte muss jetzt hier durch diese Schlitze durch nach unten geführt werden und dazu ist es dann ratsam, wenn man ein solches Zahnarztwerkzeug hat. Also fast jeder Selbstwickler hat eigentlich sowas. Und falls ihr sowas noch nicht habt, dann wäre jetzt der Zeitpunkt, sich so etwas zu besorgen. Ganz einfach, weil es das Ganze bequemer und einfacher macht. Ja, einmal durch. Wieder nach oben.
So, jetzt habe ich das. Nach unten nochmal nachschieben. Und jetzt sieht man schon hier, da ist die Watte schon ganz unten. Hier ist ein bisschen kurz, aber das wird sich dann, wenn wir Liquid eingegeben haben, dann fächert sich das Ganze auf und das Prinzip des Dochtes ist dann auf alle Fälle gegeben. So, jetzt haben wir praktisch unsere Dochte nach unten verlegt. Dann können wir unsere Topcap drauf machen und nochmal und wenn ihr wollt, den Reduzierring. Und wie gesagt, zum Auffüllen einfach abheben und hier dann das Liquid reingeben und das fließt dann nach unten rein. So, jetzt habt ihr gesehen, wie man ihn wickelt, beziehungsweise was für Fehler man natürlich auch machen kann. Ich dachte mir erst, komm, noch ein neues Video machen, aber ich habe mir es dann anders überlegt. Nicht, weil ich faul bin, sondern weil ich mir gedacht habe, manchmal passiert einem das einfach und ab und zu, so wie wir es jetzt hier hatten, kann man es noch retten. Ist natürlich nicht das Optimum und also kleiner Tipp, nie immer voll Stoff geben, so wie ich jetzt gerade. Und jetzt gucken wir mal, jetzt muss ich erstmal hier nochmal den abschrauben und dann schauen wir mal. Neuer Coil, jawohl. 0,31 zeigt er mir an und ich nehme noch mal das Strip-Tip ab. Was ihr machen solltet, ist, dass eure Wicklung mit der Airflow also hier gegenüberliegend ist, ja? Dass von hier die Luft reinströmt, direkt auf die Wicklung. Und jetzt testen wir das Ganze mal erstmal bei 45 Watt. Ich habe jetzt noch nicht den Reduzierungsring. Ich möchte es jetzt mal ohne probieren und dann mal mit. Da kommt eine absolute Dampf. Ihr seht es ja, da kommt eine riesige Dampfmenge. Der Dampf ist schön kühl. Und es ist wirklich komplett Open Draw, also total einfach zum Einatmen. Und jetzt tue ich mal diesen Reduzierungsring, lass alles so wie es ist. Ich glaube, ich lasse den Reduzierring drin, der macht es angenehmer für mich. Also der Geschmack hat sich jetzt nicht verändert, der ist genauso gewaltig wie vorher. Ich bin total, also wow, das Ding, das haut raus. Wir gehen jetzt mal, ups, falsche Richtung. Wir gehen jetzt mal auf 68 Watt. Habe ich noch genug Liquid drin? Weil das wäre natürlich jetzt, der Verbrauch ist natürlich, je mehr Watt, umso stärker wird hier verbraten. Aber ich glaube, einen Zug kann ich mit 68 Watt machen, bevor ich hier, weil ich nicht ganz voll gemacht habe. Nee, also geht. Hat mir aber ganz ehrlich bei 45 Watt besser geschmeckt. Hat mir einfach besser geschmeckt. Es muss ja nicht immer hier volle Lotte sein. Jawohl, er schmeckt grandios. iJoy Limitless RDTA. Bis zum nächsten Mal. Ciao.